Staaten sind. Dieses Prinzip haben die Europäer schon sehr lange vertreten, lange übrigens vor den Amerikanern, also einen eigenen Staat für die Palästinenser. Aber wenn man sich die Situation anguckt vor Ort, konkret, die Realität, ist das nicht ein Versprechen, das fast unmöglich ist einzuhalten? Es gibt eigentlich keine Alternative. Wir müssen dafür sorgen, dass es zwei unabhängige Staaten gibt, die friedlich nebeneinander leben können. Das ist wahrscheinlich die einzige Weise, wie wir Sicherheit für beide Parteien garantieren können. Das heißt, dass wir auf jeden Fall aufhören müssen, dass Israel aufhören muss, mehr Kolonien da zu bauen, dass die Kolonisten sich zurückziehen müssen, dass die Besetzung aufhören muss. Aber es ist die einzige Lösung, die man sich ausdenken kann. Es sei denn, einer der zwei darf da nicht mehr leben. Und das kann man einfach nicht zustehen. Es müssen zwei unabhängige Staaten nebeneinander sein. Aber hat diese Forderung eine realistische Chance? Ich stelle diese Frage nochmal. Wir haben gesehen, Israel hat in der Vergangenheit schon häufiger angekündigt, den Siedlungsbau einzustellen. Es wurden immer weiter Kolonien gebaut. Sind Sie wirklich optimistisch, dass solch eine Lösung durchsetzbar ist? Ich bin nicht optimistisch. Es wird auch nicht von sich selber passieren. Aber wir haben es verabredet. Israel hat es versprochen, hat sein Versprechen jedes Mal wieder gebrochen. Und wir müssen jetzt auch mal etwas dagegen unternehmen. Europa und Amerika müssen sagen, das ist die einzige Lösung. Und wenn ihr nicht, also noch auf Holländisch sagen wir, wenn ich hören will, muss fühlen, dann müssen wir auch wirklich sagen, wir stehen zu diesem Versprechen. Denn wenn es so weitergeht, dann wird die Trostlosigkeit immer größer und das wird der Sicherheit nicht helfen. Der deutsche Außenminister Joschka Fischer hat jetzt ein Ideenpapier vorgelegt, in dem er den ganzen Prozess umkehrt. Bisher war die Idee, zunächst in kleinen Schritten zum Palästinenserstaat zu kommen in Verhandlungen. Nun will er den Palästinenserstaat zunächst ausrufen, gründen lassen und dann die Details regeln. Ist das ein Weg, auf dem der Palästinenserstaat entstehen kann? Es wäre ein Weg, aber die Frage ist, was für ein Staat würde es jetzt geben, wenn wir ihn jetzt erkennen würden? Man hat keine Polizei, keine Armee. Viele Ministerien sind vernichtet in den letzten Wochen. Man muss wieder ganz von Anfang an anfangen. Und heißt das dann auch, dass wir den Palästinensern beistehen werden, wenn sie angegriffen werden von Israel? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir wollen ja jetzt kaum etwas machen, Israel gegenüber, um kritisch zu sein. Ich glaube also keine Minute, dass Europa oder Amerika den Palästinensern helfen werden, wenn sie wieder angegriffen werden von Israel. Auch nicht, wenn es ein unabhängiger Staat ist. Das Einzige, was als ein Vorteil wäre, ist, dass man dann auch wirklich die palästinensische Autorität auf ihre Verantwortung ansprechen kann. Es gibt ja jetzt riesige Probleme, auch mit dem Terrorismus, mit den Selbstmordkommandos. Und es gibt keine demokratischen Wahlen, es gibt keine Infrastruktur. Ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt sagt, es gibt einen palästinensischen Staat, dass man all dieses auf einmal bekommt. Aber man kann dann schon also deutlicher sagen, ihr habt eine Verantwortung. Aber ich glaube nicht, man muss einen Staat kreieren oder ausrufen, wenn wir nicht bereit sind als internationale Gemeinschaft, um diesen Staat auch wirklich zu unterstützen. Und das heißt also nicht nur sagen, wir erkennen euch, aber auch sagen, wir helfen euch, wir stehen euch bei. Und also ich sehe auf jeden Fall jetzt nicht, dass die Europäer dazu fähig sind. Aber wenn das gehen würde, also wenn die Europäer wirklich sagen, wir machen das und wenn die Amerikaner damit einstimmen, dann könnte das ein Schritt vorwärts sein. Was Europa tun kann und in der Vergangenheit getan hat, ist eine Geschichte für sich. Die Europäische Union hat 15 Mitglieder heute. Das sind häufig 15 widersprüchliche Meinungen zum Nahostkonflikt. Die Folge ist, im Nahen Osten spielt die EU eigentlich politisch keine Rolle. Weder die Israelis noch die Palästinenser nehmen die EU ernst. Ein echter politischer Papiertiger. Marie-Claude Schulz hat die Nahostpolitik der EU nachgezeichnet. Die Resolution dem US-Konsulat. Doch das EU-Parlament hat keine außenpolitische Kompetenz. Seine Forderung nach Sanktionen gegen Israel verpflichtet niemanden. Problematisch. Hause geschickt wurde, unverrichteter Dinge. War das nun eine Ohrfeige oder war es sie nicht? Natürlich war es eine Ohrfeige. Und irgendwie, ja, das ist illustrativ, wie seriös man Europa nimmt. Aber ich glaube, das ist auch die Schuld Europas, weil wir nie etwas machen, um wirklich eine Rolle zu spielen in dem Nahen Osten. Es ist sehr deutlich, was wir machen müssen. Wir haben zum Beispiel Regeln verabredet über Waffenexport. Mhm. Diese Regeln werden jetzt von Israel mit den Füßen getreten und Europa macht nichts. Was meinen Sie damit? Sie werden mit den Füßen getreten? Wir haben gesagt, wir geben keine Waffen an Länder, die andere Länder also angreifen, die Menschenrechten also nicht seriös nehmen und die Leute exekutieren.
das alle drei machen Israel, das sagt Europa auch. Und was sagt, ist dann die Konklusion, wäre natürlich keine Waffen an Israel. Gibt es ein Embargo? Nein. Es gibt, glaube ich, ein stillschweigendes Embargo. Das jedenfalls ist in die Presse gesickert. Deutschland hat, als das Land, das am meisten Waffen und Waffenteile nach Israel liefert, seit 3 Monaten nicht mehr geliefert. Reicht das aus? Nein, ich finde es sehr komisch, dass wenn Länder bilateral stillschweigende Embargo oder Moratorien haben, warum kann man das nicht dann 15 zusammen machen und sagen, wir als Europa sagen jetzt, wir halten uns an unseren eigenen Regeln und wir stellen ein Embargo hin. Warum muss das so schwer sein? Aber haben wir denn nicht auf der einen Seite so eine eher emotionale Haltung, und das ist ja auch gut so, die haben wir alle und das tut uns auch gut, und auf der anderen Seite die Aufgaben der Europäischen Union? Im Moment ist es doch so, dass die Europäische Union überhaupt nicht die Außenpolitik zu ihren Aufgaben zählt. Die Mitgliedstaaten unterzeichnen Verträge und machen Außenpolitik, jeder für sich. Also die Staaten fühlen sich eingeengt in ihrer Außenpolitik, auch in der Möglichkeit, Sanktionen zu erlassen, weil sie der Europäischen Union angehören. Aber auf der anderen Seite hat die Union selber überhaupt keine Möglichkeit, Sanktionen zu ergreifen. Wir sind in einem juristischen Niemandsland und das ist nicht gut. Wie können wir denn aus dieser Sackgasse herauskommen? Die war 92 in Bosnien bereits da. Auf dem Balkan hat sie einiges getan, im Zusammenhang mit Israel nicht. Wie kommen wir aus dieser Grauzone heraus? Das Problem ist, dass die ganze Außenpolitik jetzt noch immer mit Unanimität geschieht. Das heißt, dass jetzt Einstimmigkeit. Das heißt, dass ein Land also alle Beschließungen stoppen kann. Das, im Moment ist es, so wie wir begreifen, 3 Länder, also Deutschland, Holland und Großbritannien, wollen den Konsensus, der sich langsam entwickelt, um wirklich etwas zu unternehmen Richtung Israel, der wird von diesen Ländern gestoppt. Und ich finde es sehr schade, dass wenn wir als Europa uns einbilden und rufen und sagen, wir wollen wirklich eine Rolle spielen, wir wollen etwas machen, wir leiden mit den Leuten mit, dass wir das Einzige, was wir machen, ist sprechen. Und wir wollen nicht mal einen Assoziationsrat mit Israel beeinrufen, um zu sagen, wir wollen wirklich jetzt mal kritisch mit Israel das Ganze besprechen. Also Sanktionen sind ein nächster Schritt. Aber warum nicht mal den ersten Schritt zum offiziellen Dialog mit Israel? Warum muss Europa jedes Mal warten auf Amerika und nicht ihre eigene Verantwortung nehmen? Ich glaube, wir können das nicht länger machen. Vor allem nicht, wenn man sieht, wie Sachen, woran wir als Europäer glauben, Menschenrechte, internationales Recht, da mit den Füßen getreten werden. Lucie von der Leyen, es war auch die Rede von militärischem Eingreifen oder militärischer Präsenz. Das ist der große Vorteil der Amerikanerregion. Es war die Rede davon, man muss in der Lage sein, im schlimmsten Fall mit dem Militär drohen zu können. Wäre eine Beteiligung an einem Militäreinsatz, und sei es nur ein Beobachtungseinsatz, ein Blauhelmeinsatz, eine Möglichkeit für Europa, auf diesem Weg, ähnlich wie auf dem Balkan, etwas mehr Einfluss zu gewinnen? Es ist der Wunsch des Europäischen Parlaments, dass man eine Interpositionstruppen macht, also eine Puffertruppen und Beobachter dahin schicken würde. Wir haben ja schon als Europa Erfahrung damit. Wir haben in Hebron haben wir Beobachter, die sind nicht bewaffnet, die sind bewaffnet mit einem Aufschreibbuch und mit Kameras. Und das hilft. Man merkt, dass die israelische Armee dann schon etwas zurückhaltender ist. Also ich glaube, man kann da schon eine Rolle spielen. Aber es hat keinen Zweck, um sich zwischen den beiden Parteien zu stellen, wenn wir nicht eine Vision haben, über was wir wirklich wollen und wie wir das erreichen werden. Und wir werden nie den Terrorismus und die Selbstmordkommando stoppen, wenn wir den Palästinensern nicht Hoffen geben auf ein besseres Leben. Und das Hoffen haben sie ja jetzt nicht. Und diese Hoffnungslosigkeit, das ist der Grund für die Selbstmordkommandos. Und den Grund müssen wir erstmal wegkriegen. Und das werden wir nicht machen mit Häusern, Bulldozern und noch mehr Hoffnungslosigkeit kreieren. Jean-Christophe Victor, Kritik an Israel, ist das einfach? C'est facile. La critique à Yvan envers Israël. La question que je voulais poser, que Sie haben etwas angesprochen und das frage ich mich auch manchmal. Sie sagten, die Europäer sollen nicht immer auf die Amerikaner warten. Haben wir Angst vor den Amerikanern oder vor den Israelis? Vielleicht ein wenig provozieren, aber manchmal sehe ich es so. Ich glaube, Europa ist noch sehr unsicher. Wir haben es noch niemals geschafft, selber einzugreifen und etwas zu machen. Und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen, träumen vielleicht ein bisschen zu viel davon, aber üben es nicht. Wir werden aber irgendwann mal die Verantwortung nehmen müssen. Und vor allem die Länder, die irgendwie etwas, ich würde sagen, eher Anti-Amerikanisches haben, so wie Frankreich, da kann man nicht länger sagen, also die Amerikaner sind einseitig. Man muss dann auch wirklich sagen, wir
Europäer haben eine Alternative, aber dann auch eine realistische Alternative. Aber mein Wunsch wäre, Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Die Amerikaner können mehr Druck machen auf Israel. Ich glaube, die Europäer können viel mehr Druck machen auf Palästina, weil wir das meiste Geld liefern, die Infrastruktur bezahlen und so weiter. Wir brauchen alle Parteien zu viert an dem Tisch.